Und Brüder, zu Weihnachten habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Und vielleicht geht es Ihnen jetzt gleich, wenn ich nenne, welches es ist, wie mir, dass ich denke, endlich einmal ein passendes Geschenk. Das Buch heißt nämlich Irre. Es ist von einem Mann geschrieben, einem katholischen Arzt, der eine große psychosomatische Klinik in der Nähe, also zwischen Bonn und Köln, leitet. Irre heißt dieses Buch. Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. Ich lese Ihnen einmal ein paar Sätze daraus vor. Als die Kirchen sich jüngst überlegten, wie sie die Menschen besser da abholen könnten, wo sie sind, mietete man einige gescheite Soziologen und die stellten erwartungsgemäß genau das fest, was Soziologen immer feststellen, dass es nämlich die Menschen gar nicht gibt. Es gäbe, so hätten sie herausgefunden, ganz verschiedene sogenannte Sinusmilieus, in denen sich das unstillbare Normalitätsbedürfnis der Menschen heute austobt. Solche gesellschaftlichen Kuschelecken sind vor allem durch ihre unvergleichliche Ästhetik, also wie man lebt oder wie man sich einrichtet, gekennzeichnet. Da gibt es als Beispiel das traditionsverwurzelte, rustikale Milieu mit dem röhrenden Hirsch über der Wohnzimmercouch, die etablierte, abgefahrene Wohnungsinstallation mit hypermoderner Kunst und die postmaterielle, die so ökologisch ist, dass sie nie jemand ausgraben kann, später einmal, weil sie kompostiert wurde. Also ganz verschiedene, so schreibt Lütz hier, ganz verschiedene Milieus, Mainstream-Milieus. Dazu gehört auch etwas, etwa das hedonistische Milieu. Das ist ja sehr verbreitet bis in die obersten Klassen. Spaß haben ist die oberste Bürgerpflicht. Und Lütz beobachtet weiter, es gibt nun Kirchenvertreter, so schreibt er, die passgenaue Botschaften in diese Milieus senden wollen, um eben den Menschen da zu erreichen, wo er halt eben ist oder sich gerade herumtreibt. Doch, so Lütz, ein erfahrener Psychiater, doch damit ist die Funktion seriöser Religiosität verkannt. Die Religion ist eine wichtige Irritation, die die Menschen aus ihrer Alltäglichkeit, man könnte auch sagen, aus ihrer Normalität herausreißen kann. Sie könnte, die Religion, im Grunde all die blödsinnig Normalen gegen anders eingerichtet, sorgfältig abgeschottete Kreise erfolgreich aufmischen. Also diese verschiedenen Milieus berühren einander gar nicht. Manchmal hat man die ja innerhalb von einer Familie. Da ist gar keine Kommunikation möglich. Religion, die sich jetzt genau anpasst mit solchen Botschaften in die Milieus hinein, verstärkt sie noch, statt das zu sein, was sie eigentlich sein soll, das Unnormale. Deshalb ist dieses Kapitel, aus dem ich vorgelesen habe, auch überschrieben, das blödsinnig Normale. Das Buch heißt eben, wir behandeln die Falschen, die Normalen sind das Problem. Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, über Religion nachdenken und uns zur Religion bekennen, wenn wir etwa sonntags hier zum Gottesdienst zusammenkommen, dann geschieht jedes Mal eine Irritation, so wie heute im Evangelium. Da findet eine Hochzeit statt. Na gut, schön. Hat Leute eingeladen, so ein ganzes Dorf. Das Evangelium spart nicht mit genauen Angaben. Maria ist eingeladen, die Mutter Jesu, auch Jesus selber und seine Freunde, seine Jünger sind auch eingeladen. Und dann, Schreck für den Gastgeber, aber auch das furchtbar normal, irgendwas ist zu wenig. Der Höhepunkt der Krise, wenn etwas zu Hause, Sie haben jemand eingeladen, der Höhepunkt der Krise, und es ist etwas zu wenig, besteht darin, wenn sich die Gäste plötzlich darum kümmern, um vielleicht doch Abhilfe zu schaffen. Maria tut das hier. Sie haben keinen Wein mehr. Diese unerfindliche Peinlichkeit. Alles zunächst in normalen Bahnen. Und dann geschieht die große Irritation. Zunächst lässt sich Jesus nicht wie ein normaler Gast einspannen, der einfach nur ein netter Kerl ist und dann irgendwie hilft. Maria ist natürlich auch klug genug, zu wissen, was sie tut, sich nämlich im entscheidenden Punkt zurückzuhalten, aber noch einen Hinweis zu geben, der damals gegolten hat und uns heute gilt.
Was Maria damals sagt, bleibt für alle Zeit, solange es Christen auf dieser Welt gibt, verbindlich. Und das ist eben nicht normal. Darin besteht eine große Irritation. Was er euch sagt, das tut. Die Irritation im Evangelium, das Unnormale ist zum Beispiel, dass das nicht die Jünger sind, die das tun. Die kommen gar nicht vor. Die werden zwar erwähnt und staunen wahrscheinlich Bauklötze bei dem, was da vor sich geht, aber sie tun nichts. Es sind die Sklaven, die eigentlich gar nichts mit Jesus zu tun haben. Außenstehende. Die tun das, was Jesus sagt. Die nehmen das Wort seiner Mutter ernst. Und dann geschieht das Wunder. Nicht aus einer Nettigkeit heraus oder aus einer Solidarität, sondern dieses Evangelium ist von Anfang an geschrieben worden, um uns etwas mitzuteilen, nämlich das Irritierende, dass wir es mit Jesus nicht einfach mit einem Menschen zu tun haben, sondern dass sich in diesem Menschen Gott selber zeigt. Sonst kann dieses Wunder niemand wirken. Das ist nicht irgendeine nette Geste, die Jesus mal verbracht hat, die man später, halt damit man es weitererzählen kann, in eine nette Legende verkleidet hat. Nein. Diese Irritation, dass in diesem normalen Jesus, in diesem Mann aus Nazareth, Gott selber begegnet, diese Irritation bleibt bis heute. Ich habe in der vergangenen Woche schon einmal darauf hingewiesen, aber es ist wichtig, dass wir das noch einmal an uns heranlassen. Es gibt ja solche Normalitäten, von denen Lütz anfangs erzählt hat, wie man auf verschiedene Menschen zugeht. Die Parteien sind im Moment, gerade die großen Volksparteien, ja in einer gewaltigen Krise, ihnen laufen die Leute davon und deshalb müssen sie genauso fragen wie die Kirche, wie kommen wir denn an die Leute heran? Und dann öffnet man sich. Etwa die christlichen Parteien, die uns natürlich irgendwie vom Namen her zunächst einmal nahe sind, was nicht heißt, dass hier alle CDU wählen müssen. Bitte nicht missverstehen. Aber es gibt ja zumindest noch eine Deckungsgleichheit oder sagen wir mal, wenn es gut geht, eine bestimmte Schnittmenge zwischen den Kirchen und einer sich christlich nennenden Partei. Nun hat uns die Bildungsministerin die letzte Woche wissen lassen, nachdem Erzbischof Marx ja erwähnt hat, man müsse sich doch auf Jesus Christus berufen, nämlich genau auf den, der die Normalität durch seine göttliche Irritation durcheinander bringt. Sonst kann man sich doch nicht christlich nennen. Das sei eine unzulässige Vereinnahmung, meinte die Bildungsministerin. Und wir sehen diese Woche in der Saarbrücker Zeitung den Leiter der Staatskanzlei, einen ausgewachsenen Minister, der vor einem großen lächelnden Buddha sitzt. Und uns erklärt, den schaut er immer an, wenn er aufgerichtet werden muss. Auch ein schwarzer Minister, auch einer von der christlichen Partei. Das sind eben keine Irritationen mehr, liebe Schwestern und Brüder. Das sind die Normalitäten, in denen wir leben. Umso wichtiger wäre es, die Irritation des Evangeliums von heute wahrzunehmen. Dass wir uns nicht Jesus kleinreden lassen als einen, den man noch irgendwie gebrauchen kann, weil er irgendwelche Werte vermittelt, sondern dass Jesus Christus jemand ist, in dem uns der lebendige Gott begegnet. Und wir müssen beides zusammenhalten, dass wir Jesus in der Menschwerdung als unseren Bruder, wie wir am Beginn im Eingangslied gesungen haben, als einen, der unser Fleisch und Blut hat, erfahren dürfen, der uns aber zugleich ganz anders, ganz fremd entgegenkommt, mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut. Und nur so können wir uns Christen nennen, liebe Schwestern und Brüder. Wir dürfen uns nicht in diesen Eintopf einkochen lassen, der schließlich dann nur noch mit irgendwelchen Werten herumhantiert. Nein, christliches Profil heißt, an Jesus Christus festzuhalten, als Gott und Mensch, wie das die Generationen vor uns getan haben, wie es die ersten Konzilien festgelegt haben. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wir müssen uns auf diese Person Jesu Christi beziehen und berufen und in allem uns fragen, ob wir dem Wort Marias heute im Evangelium gerecht werden. Was er euch sagt, das tut. Es gab einen aufmerksamen Kommentator diese Woche, der diese Suche nach dem Profil und nach dem Erschließen neuer Wählerkreise, ich finde, recht intelligent kommentiert hat, indem er eigentlich indirekt
das beschreibt, was ich meine. Er sagt, warum stellt sich eine christliche Partei eigentlich so irrsinnig bockbeinig dran und überlegt die ganze Zeit, wie sie neue Wählerkreise erschließt? Sie ist eigentlich hochmodern, so dieser Kommentator einer großen Zeitung, wenn sie das tut, was Jesu Auftrag war, sich nämlich aller anzunehmen, sich um alle zu kümmern. Der schreibt, für eine C-Partei ist es konservativ, sich um alle Wahlberechtigten zu kümmern, wie es der christlichen Tradition, man könnte sagen, wie es Jesus Christus entspricht, um die Armen, den Mittelstand, um die Reichen, um die Grünen, die Gelben, die Roten. Moderner geht es nicht. Was ist also daran eigentlich so schwierig? Wir müssen es uns selber fragen. Was er euch sagt, das tut. Das muss unser Leitsatz sein. Und dann zu wissen, wer es uns sagt. Nicht eine Gestalt, die historisch vielleicht einmal bedeutsam war, sondern dass aus diesem Jesus von Nazareth der lebendige Gott spricht. Und dass, wenn wir tun, was er sagt, sich das gleiche Wunder ereignet wie bei der Hochzeit zu Kana. Dass er aus unserem trüben Wasser, mit dem wir so herumhantieren und mit dem wir kochen, den Wein seiner Gegenwart, seiner Freude, den Wein des anbrechenden Reiches Gottes machen kann. Dieses Wunder wirkt er, nicht nur damals, auch heute. Was er euch sagt, das tut.